So, da bin ich wieder nach einer kleinen Pause. Mit der guten Musik natürlich. Finde ich schön, dass die wirklich so aktiv hier eingebunden haben. Kommt viel zu selten vor in Schwarz und Weiß. Na, alle bereit zum Weiterspielen? Ich hoffe mal. Wo muss ich jetzt hin? Verbann die Formel 1 aus dem Chat. Ihr könnt gerne privat über Formel 1 reden. Punkt. Derian, danke schön für 5 Monate Treue. Oh, hier ist hohes Gras. Okay, ich glaube, ich habe noch Schutz aktiv allerdings. Und da sind noch mehr Eingänge zu diesen Ruinen. Könnten potenzielle Items drin sein, deswegen schaue ich dann doch mal rein, aber... Okay. Ich versuche, glaube ich, im besten Fall gar nicht das zu lesen. So. Dann... Also ich weiß, ich muss irgendwo das Key-Tablet finden, beziehungsweise die New Elders irgendwie platt machen, plus Kaskade finden, aber da hört es dann auch schon auf. Heiner? So, du möchtest Inkognito fangen, und zwar für jeden Buchstaben in deinem Namen. Kai hätte zumindest schon mal nicht viel zu tun. Hallöle. Achso, du möchtest aber kämpfen. Es sind generell sehr viele Trainer hier in diesem Tal, also auch schon vor der Stadt, die einfach nur rumstarten und gar nicht kämpfen wollten. Ist mir so aufgefallen. Klang. Ich weiß gar nicht, wie heißen die im Englischen? Klar, klick die Klack bei uns, aber... Klingklang? Ich habe keine Ahnung. Das ist auch so ein Pokémon, was irgendwie nicht so existent ist. Das ist irgendwie Bronzel in weniger nervig für mich. Apropos. Klingklangklong. Kannst du bitte gehen? So ganz schnell, wo immer du herkamst? Weil ich finde das Design auch noch nicht mal ansprechend, muss ich sagen. Ah, und Skarmory. Also daran freut sich. Mein anderes Thema. Habt ihr denn schon Gamescom-Tickets gekauft? Jetzt irgendwie, ich glaube letzte Woche oder so, fing ja der Ticketverkauf an. Die Preise werden auch jedes Jahr höher, das davon abgesehen. Aber jetzt könnt ihr ja aktuell noch die ganzen Early-Bird-Preise bekommen. Also es gibt ja Early-Bird, dann gibt es glaube ich nochmal früh, also Vorverkauf halt einfach. Und dann halt die normalen Preise. Dementsprechend, ich kann euch nur empfehlen, Early-Bird direkt zu machen. Das ist nämlich nochmal günstiger als der reguläre Vorverkauf. Direkt am ersten Tag. Yep, ja. Gerade eins für Mittwoch. Ich kann dieses Jahr leider nicht. Nee. Für Samstag. Gut, Gamescom ist zu weit weg. Das kann ich verstehen bei einigen Leuten. Ja, wir haben auch schon Tickets geholt. Also gut, Pressetag ist eh immer so eine Sache. Das entscheidet sich meistens auch erst kurz vorher, ob das überhaupt geht. Weil es ja auch wirklich jedes Jahr schwieriger wird, da überhaupt reinzukommen an dem Tag. Weil die Gamescom gefühlt YouTuber und Streamer hasst. Und man da dementsprechend irgendwie sehr schwer an Tickets kommt. Und Fossil wieder. Aber wir haben halt dann auch schon mal für Mittwoch Tickets geholt, also für den ersten offiziellen Tag. Und dann noch für Freitag und Samstag. Weil wir haben halt letztes Jahr schon festgestellt, wir waren auf jeden Fall sehr viel produktiver auf der Gamescom. Also wir haben wirklich sehr viel mehr angespielt. Auch an den Tagen, die halt offen für alle waren, haben wir uns wirklich gründlich umgeguckt. Auch so ein bisschen in diesen Arcade- und Family- und Friends-Bereichen und so. Das fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Wir haben ja auch gecosplayt und so. Ja. Also wir haben, glaube ich, echt die letzte Gamescom richtig, richtig gut ausgenutzt. Aber wir haben, glaube ich, trotzdem festgestellt, dass ein Tag eigentlich überflüssig war. Also irgendwie, wir haben schon sehr, sehr viel gemacht, ja, und sehr viel mehr als sonst. Aber irgendwie, ja, war es einfach immer noch so ein bisschen viel. Deswegen sind wir auf jeden Fall Mittwoch da und gucken uns da alles in Ruhe an. Donnerstag machen wir vermutlich Pause. Vielleicht einen Streamtag oder so. Und dann Freitag und Samstag auf jeden Fall wieder. Weil das reicht. Das reicht dick für alles. Und wie gesagt, wir haben halt letztes Jahr einfach gemerkt, ein Tag war einfach komplett überflüssig irgendwie. Also, da saßen wir halt auch überwiegend rum. Deswegen, ja. Auf jeden Fall, die 3 Tage sind wir da. Da kann man uns potenziell auch antreffen. Nur wie gesagt, Donnerstag wahrscheinlich eher nicht. Es geht um die Gamescom, ja.
Wie gesagt, ich glaube einfach Mittwoch, Freitag, Samstag ist, wie gesagt, ausreichend. Und ich sag mal, dieses, ich möchte nicht 4 Stunden anstehen für 15 Minuten zocken, kommt halt immer auf die Spiele an. Also klar, diese ganzen großen Titel, da stehst du halt wahrscheinlich mehr als 4 Stunden an. Aber es gab halt auch letztes Jahr Spiele, da konntest du sofort spielen. Ich meine, selbst an den Tagen, die offen für alle waren, gab es so Spiele wie Persona 5 oder 3 Dancing oder Team Sonic Racing oder auch My Hero Wants Justice, Valkyria Chronicles. Da musstest du vielleicht 10 Minuten anstehen, wenn überhaupt. Also die ganz großen Titel, ja. Da musst du teilweise schon ziemlich lange für anstehen und das wäre mir auch zu blöd. Aber so auch viele kleinere Dinge, da kommt man eigentlich ziemlich flott ran. Auch wenn, wie gesagt, voll ist. Plus du hast diese ganzen Indie-Sachen auch noch und Family- und Friends-Bereich, der ganz cool ist. Und wie gesagt, der Hauptaspekt ist halt wirklich Leute treffen. Plus die Merch-Area ist auch ziemlich episch. Von daher gesehen, ja, gibt's glaube ich auch so genug zu tun. Finde ich persönlich. Studententickets sind auch bezahlbar. Ja, aus dem Alter bin ich leider raus. Aber trotzdem, sie werden jedes Jahr teurer. Das schon. Das Hotel ist zu teuer. Das kann ich aber auch irgendwie verstehen. Gehen wir mal so und so. Weil, wir sind ja auch mittlerweile so eingestellt, ich glaube letztes Jahr schon und davor das Jahr auch schon, dass wir wirklich hinfahren. Theodor, danke schön für 12 Monate Treue. Weil wir haben ja auch davor die Jahre immer ein Hotel gehabt in Köln, das war auch eigentlich immer sehr angenehm und so. Aber das wird einfach auch jedes Jahr teurer, weil die halt auch während der Gamescom-Zeit extrem draufschlagen preislich. Und deswegen haben wir halt auch gesagt, okay, das machen wir auch nicht mehr. Wir haben eigentlich ein schönes kleines Wohngebiet, wo wir dann immer parken können, wo wir auf jeden Fall auch immer einen guten Parkplatz bekommen. Das ist auch direkt eine Bahnhaltestelle und dann fahren wir, glaube ich, 5 Minuten oder so mit der Bahn und sind bei Messe Deutz. Fertig. Mit dem Auto eine Stunde vielleicht. Und wir haben halt auch nie Stau. Also dieses Argument, ja, du stehst ja dann stundenlang im Stau. Eigentlich nicht. Also das ist schon doch sehr angenehm. Und Benzin ist dann auch unterm Strich sehr viel günstiger als das Hotelzimmer. Und mit guter Musik und Klimaanlage geht das auch voll klar. Deswegen ist das eigentlich immer ganz schön. Ja, Hotels werden recht schnell teuer. Vor allem, wenn du halt in der Nähe natürlich von der Messe was suchst. Ich glaube wirklich, wenn du ein bisschen weiter auswärts vielleicht was nimmst oder auch irgendwas, was nicht 5 Sterne hat, gefühlt, dann geht's vielleicht. Ja. Ansonsten kann man natürlich immer versuchen, bei irgendwelchen Leuten unterzukommen. Ja? Das ist natürlich immer das Beste. Da geht's schon wieder rein. Okay. Das ist jetzt Besondere. Oh, hier sind die Katakomben. Da gehe ich gleich rein. Dann der Zertrümmerer Felsen. So, hier. Was ist denn hier? Okay. Du? Okay, ich schieb den einfach mal da rein. Ist das quasi... Oh, waren wir hier schon mal eventuell? War das das, wo wir von der anderen Seite drauf geguckt hatten und... Das kann gut sein und festgestellt hatten, dass wir nicht weiterkommen. Weil ich meine, da brauchte man nämlich Stärke. Dann gehe ich erstmal in den Katakomben gucken. Nee, also Gamescom, sag ich mal, wenn man schon hinfährt, sollte man auch das meiste draus machen. Und dann auch wirklich auch ein bisschen Geld mitnehmen und so. Und da wirklich hinzugehen und zu sagen, nein, ich darf hier nichts kaufen oder so. Ist halt auch blöd. So, das sind die Katakomben, wo wir drin waren, oder? Ja, sieht ganz stark danach aus. Da will ich nicht nochmal rein. Gigas kann gerne hier drin bleiben. Okay. Dann doch weiter in die Richtung. Hier ist einfach mal nichts, okay. Es
kommt immer drauf an, was man sich da für Merchandise holt. Klar haben die auch Figuren für 300, 400 Euro dort stehen. Aber ganz ehrlich, wir haben auch schon diese typischen Anime-Figuren gekauft für 30 Euro oder 40. Und das ist voll okay. Oder auch Plüschis für 20, 30 Euro. Also man muss halt echt gucken, was man kauft und an welchen Ständen man das kauft. Nur ich finde so Tassen oder kleine Plüschis oder so, es ist meistens okay. Man muss halt nur gucken, dass man nicht diese Nonplusultra-Figuren oder so kauft. Klar, also hunderte von Euro da ausgeben würde ich auch nicht, wenn du im Internet dann wirklich zu einem Drittel des Preises die gleichen Sachen bekommst. Aber so ein kleines Plüschi hier und dort, das geht schon. Was haben die jetzt eigentlich neuerdings alle mit ihrem Bronze-Song hier? Habe ich irgendwas verpasst? Ja, Gracie, ich glaube auch, das Bullpix war auch okay. Ist halt das gleiche auch auf dem Japan-Tag auf jeder Convention. Klar ist da immer so ein bisschen Aufschlag drauf auf den Sachen. Man muss halt einfach nur gucken, was man sich gönnen kann und was nicht. Den hätte ich auch gerne da reingeschoben. So, hier geht's hier eventuell sogar weiter. Ich weiß nicht mehr, wo ich weiter muss. Hier? Dann da? Ich guck erstmal hier. Oder so. Ich glaube, hier geht's nach Windmist. Huch! Wolfman! Dankeschön, dass du 5 Subs rausgehauen hast. Im Übrigen, der Sub-Bomb-Alert geht ja nicht mehr. Dementsprechend kommt das Pika jetzt einfach mal 5-mal. Aber hey, Pika-Dancing kann man sich auch 5-mal geben. Dankeschön. Und den 5, die einen Sub bekommen haben, viel Spaß mit den Emotes auf jeden Fall. Nur ich glaube, ganz ehrlich, ist es immer noch schlauer, diesen Alert für geschenkte Subs drin zu lassen und den für die Sub-Bombs rauszunehmen. Weil ganz ehrlich, 5-mal kann man sich den Pika-Dance auch angucken. Das geht schon klar. Ja, guck mal, hier ist Windmist. Hier waren wir schon mal. Sind hier unten eigentlich wieder Pokémon? Ich weiß es gar nicht. Aber okay. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier weiter. Nur ich weiß noch nicht, in welche Richtung. Ich tanze den Alert einfach mit. Ja. Pika ist ja auch irgendwie so ein bisschen... Ja, es ist einfach unser Maskottchen schon fast. Es ist vielleicht jetzt nicht unbedingt was super Kreatives, also nichts Eigenes oder so. Aber, ja, ich sag mal so, wie Jan irgendwie sein Botogel hat, was er mit Humor mittlerweile nimmt, oder Chris halt sein Knilz hat oder so, hab ich halt einfach beim Pika. Das war schon immer so. Es kam irgendwie auch nie was anderes in Frage für mich. Ich habe ja meinen Plüsch-Pika. Das ist ja mittlerweile etwa 20 Jahre alt, tatsächlich. Das war ja wirklich so das erste Plüschtier, was ich mir damals selbst gekauft habe. Da war ich irgendwie 5 oder 6. Also in Anführungszeichen selbst gekauft, ne? Aber selbst ausgesucht und gesagt, das will ich haben und hier und dort und so, ne? Ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern, aber ich meine, das haben wir damals in einem Real oder so gekauft, tatsächlich. Und das ist ja seitdem immer quasi so mit dabei. Und ich liebe ja sowieso Pika aus vielen Gründen und deswegen, ja. Höre ich mir auch gerne den Pika-Dance an. Das ist irgendwie so ein bisschen der perfekte Sub-Alert eigentlich so für uns. Es kann eigentlich nichts anderes sein. Ich weiß halt auch gar nicht, wann ich angefangen habe, wirklich Taschengeld zu bekommen von meinen Eltern. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob ich das Pika damals wirklich von meinem ersten Taschengeld bezahlt habe oder ob ich einfach gesagt habe, ich will dieses Plüschi haben und so. Ich werde es mit Sicherheit stolz zur Kasse geschleppt haben. Ich meine, das Pika sieht auch aus, als wäre es 20 Jahre alt. Also es ist nicht mehr gelb. Nur seine Füße sind noch gelb. Es hat keine Pupillen mehr. Und ist generell etwas verwaschen. Aber hey, liebe es trotzdem. Das passt schon. Oh Gott, das passt nicht. Und wie gesagt, dementsprechend ist der Pika-Dance, glaube ich, auch so der perfekte Sub-Alert für uns. Und ich sag mal, passend dazu danced Maronus halt auch bei dem anderen Alert, also das ist schon in Ordnung so. Also ich meine, es gibt ja einige Dinge, die ich ab und zu mal umändere oder so, oder ergänze jetzt layout-technisch oder so, aber ich glaube, da habe ich echt nichts dran auszusetzen. Die würde ich, glaube ich, genauso beibehalten wollen. Ah, hier ist wirklich eine Sackgasse, perfekt.
Dann in die andere. Hier gibt's wirklich viele Pokémon, okay? Nein, in die andere Richtung. Ich glaube so, mein wirklich allererstes Plüschtier war damals ein Teddybär. Das ist natürlich sehr klischeehaft, aber okay. Schon als Baby halt. Aber Pika war so das erste. Ein Alola Raichu als Stufe 3 Sub-Alert. Das kann, also die Alerts kommen ja nicht von Twitch quasi, die laufen ja über Tippi. Genau wie die Donations halt auch, und da kommen halt auch die Alerts her. Und da kann man halt wirklich alles differenziert einstellen. Also da kann ich quasi die normalen Subs einstellen, also da einen Alert für einstellen. Ich kann auch einen anderen Alert dann für die Prime-Subs einstellen, für die Resubs, für die Gift-Subs, für die Stufe 2 und die Stufe 3 Subs. Also ich könnte überall einen anderen Sub-Alert reinmachen, wenn ich wollte. Allerdings ist mir das ein bisschen zu bunt gemischt. Also da habe ich dann doch lieber was Einheitliches. Ich meine, ich könnte natürlich für Stufe 2 und 3 was anderes machen. Nur, ich habe natürlich nicht so einen geilen Raichu-Dance, ne? Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass Stufe 2 und 3 Subs jetzt so oft vorkommen. Weil die Resubs sind ja wieder was anderes. Also auch die Stufe 2 und 3 Resubs, die zählen ja nicht darunter. Es geht ja wirklich nur um komplett neu abgeschlossene Abonnements. Und ich glaube, die kommen so selten vor. Es lohnt sich, glaube ich, schon fast gar nicht, da was anderes irgendwie reinzupacken. Das Manaphy-Plüschi. Das ist jetzt aber auch schon eine ganze Weile her, oder Kai? Und du hast Kusilla vergessen. Das hast du doch auch noch. Also ich glaube, es ist schon ausreichend, dass wir ein Alola Raichu, also ein Stufe 3 Sub-Emote haben. Ich glaube, die Alerts werde ich auf jeden Fall einheitlich halten. Sonst erschrecke ich mich ja noch mehr, weil ich vergessen habe, dass ich andere Alerts habe. Was ist denn Rampardos? Ist das ein ramponiertes Gardos? Rampardos? Oder ist das Ramaidon? Oder so? Ich habe keine Ahnung. Was ist ein Rampardos? Das ist wirklich Ramaidon. Ramponiertes Gardos wäre auch witzig gewesen. Ich habe gar kein Pokémon-Plüschi. No! Melly, no! Wir müssen Melly ein Plüschi kaufen. Nee, dein Abzeichen ist nicht runtergestuft worden. Wir haben den Flottball nur quasi neu dazwischen geschoben. Deswegen. Ist das, glaube ich, alles so ein bisschen durcheinander gewürfelt worden. Eine Fini. Von da bin ich gekommen. Da ist nichts. Dann weiter in die Richtung. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gerade hinlaufe, aber wenn es da Kaskade gibt, nehme ich es auf jeden Fall. Wir sollten einfach einen... Also, das geht natürlich nicht, sage ich schon mal vorweg, aber egal. Wir sollten einfach einen Pika-Plüschi für unsere Community quasi anfertigen. Irgendwas Besonderes in irgendeiner besonderen Pose und das dann einfach quasi in Anführungszeichen verkaufen. Nintendo wird mich zwar verklagen, oder eher die, die dahinter den Pokémon-Designs stecken und wahrscheinlich mich auf Millionen verklagen, aber, ne? So eigene Plüschis für die Community wären schon ganz süß. Ich glaube, das wäre auch sehr aufwendig. Ich glaube wirklich, so eigene Plüschis irgendwie zu machen, die sehen wahrscheinlich dann immer so ein bisschen low-budget aus. Also wahrscheinlich nie so wie die offiziellen Plüschis. Wir machen einfach alles an Merch. T-Shirts und Pullis und Tops und Hosen und Schuhe und Jacken und Mützen und Plüschis und Kissen. Panties. Und Panties, ja, und Mauspads und ich habe keine Panties Ahnung. Ich wie kannst du das verkaufen? Ich habe da volle Rechte drauf, das ist mein Gesicht. Das stimmt! Ja, einfach so der richtig riesige Merch-Shop. Ich mache einfach einen Laden irgendwo auf, so Dortmunder Innenstadt oder so. Da ist die Miete bestimmt gar nicht hoch oder so. Einfach Laden aufmachen. Keiner weiß da, was dieser Laden eigentlich soll. Und alle wundern sich nur, warum da irgendwelche Panties mit Jans Gesicht verkauft werden. Aber hey. Am Phoenixsee, noch besser. Da ist die Miete bestimmt auch nicht teuer. Ah.
Melli, wir verschicken das bestimmt auch so. Die Plüschis zu den Gen 8 Schottern habe ich noch nicht gesehen. Ich will sie wahrscheinlich auch nicht sehen, weil ich sie sonst haben möchte, aber okay. Ja, der offizielle Svenjan Fanshop. Ein Plüschi nur 100 Euro. Jan sollte echt ein Shirt haben mit dem Jan Watt Gesicht. Jetzt mal ohne Scheiß, Gracie, würdest du das anziehen? So in der Schule oder so am besten. Ich glaube, dann wirst du gefeuert. Ja. Es ist Gracie. Das. Ja, gut. Da lang. Wer ist an zweiter Stelle? Ja. Ich muss mal lieber so. Zieh keine Anime- oder Gaming-Shirts auf der Arbeit an. Da bin ich seriös und trage Blusen. Und dann ich so. Hi. Ach. Ziehst du einfach alle Anime- und Videospiel-Shirts auf der Arbeit an, die du hast? Ach, wir haben heute Bewerbungsgespräche. Naja. Passt schon. Ja. Wir müssen dann auch so ein Schild machen, so mit uns beiden oder mit einem Pika oder so. Mit dieser I want you Pose. Wo kommen die nochmal her? Wie heißt der Typ? Sam. Genau. So diese Uncle Sam Pose. Dann so we want you vor ehemalige Pika Army. Perfekt. Verkauft sich bestimmt. Ja, Gracie, aber wenn du jetzt ein Pokémon-Shirt hättest, wäre das so schlimm, wenn deine Schüler das erkennen würden. Weiß nicht. Aber kommt wahrscheinlich auch mal drauf an, wenn du jetzt in einer Bank oder so arbeitest, würdest du da wahrscheinlich auch nicht mit Pokémon-Shirt rumlaufen. Oder wenn du als Bestatter arbeitest, wahrscheinlich auch nicht. Ich finde das lustig, es sind ja quasi Plasmas. Sie haben keine Plasma-Musik. Glaube ich. Ist doch die Aquamagma-Musik, oder? Hier? Oh. Meine schon. Ich bin tatsächlich super schlecht darin, Musik zu erkennen. Bedeutet, wenn ich Soundtracks höre, dann kann ich sie schon einer Reihe oft zuordnen oder auch im Spiel. Aber ich bin aus irgendwelchen Gründen super schlecht darin, das irgendwelchen Städten oder so zuzuordnen. Also wenn ich jetzt irgendwie Musik hören würde von Laubwechselfeld oder so, ich kenne das dann und so, aber ich kann das dann super schwierig zuordnen tatsächlich. So. Über Community-Namen können wir nachher gerne nochmal reden gegen Ende. Ich glaube, jetzt würde ich mich gerne erstmal so ein bisschen auf die Kämpfe konzentrieren. Aber können wir, wie gesagt, nachher nochmal drüber reden. So, mal die beiden. Dann... Ich mag das nicht, wenn da so viele Wege sind. Ja, sagte sie und hatte 5 Wege zur Auswahl. Ist in Ordnung. Also da kann ich weiter. Da laufe ich in die Cutscene rein. Okay. Genau das wollte ich ja eigentlich nicht, aber okay. Morgana hat das Key-Tablet gefunden. Ich bin sehr stolz auf euch, meine Kinder. Ihr wollt mit Sicherheit das Erwachen aus erster Hand erleben. Das wäre die größte Ehre überhaupt. Nun... Irgendwie, als sie so meinte, ihr wollt das bestimmt jetzt alles selbst erleben, meine Kinder, habe ich so das Gefühl, als wenn gleich kommt, leider geht das nicht, weil ich euch jetzt alle abschlachten muss. Das war so mein erster Gedanke gerade. Aber ihr könnt leider nicht hier sein, um das Ganze mitzuerleben. Es ist wichtig, dass die anderen Tablets auch beschützt werden. Und das kann ich nur euch dreien anvertrauen. Aber, Ma'am... Meine Entscheidung ist endgültig. Geht. Nun, es ist endlich soweit. Regigigas, dein Schlaf ist vorüber. Nicht so schnell! Ach Kai, ich wollte noch den Rest erkunden.
Wir werden nicht zulassen, dass du unsere Heimat zerstörst. Das werde ich nicht zulassen. Und noch viel wichtiger, Svenja auch nicht. Ach, ich habe genug von euren Einmischereien. Ich werde euch zerstören. Ich hätte ja schon gerne vorher gespeichert und so und den Rest erkundet, aber Kai dachte sich so, in die Cutscene und noch viel weiter. 52. Okay. Und ich hätte mich vielleicht vorher auch noch mal gerne voll geheilt, aber hey. Morgana, no. Go to sleep. Oder so. Betorn kannst du gerne machen. Wäre sich schlauer gewesen. Erst Tor, egal. Mach's weg. Bin schon dabei. Aber Nasty Plot und dann Taunt, wohl wissen, dass man gleich drauf geht. Aber okay. Das war mein Pion Draghi, richtig? Das werde ich mal wegsurfen. Ja, den Moment, wo man in eine wichtige Cutscene reingeschmissen wird und davon nichts weiß. Es war halt auch schwierig, ihr habt ja selber gesehen, ich hatte irgendwie 5 Wege zur Auswahl. Also, ja. Gucken wir gleich nochmal. Vielleicht, ich hoffe, wenn ich nicht irgendwo hingeportet werde. Wahrscheinlich liegt irgendwo Kaskade rum oder so. Aber die choked auch voll, die boostet sich die ganze Zeit und dann macht sie nichts. Ich meine, ich beschwere mich nicht, aber ist das so intelligent? Ich glaube nicht. Dann Hundemon. War das ihr Mega-Pokémon? Nee, das war Gengar, glaube ich, oder? Kann das sein? Vega ist jetzt aber auch nicht unbedingt so der Maßstab für alles. Also sie hat irgendwie ein Team, was komplett auf Boosten basiert, habe ich so das Gefühl. Bislang hat das jedes ihrer Pokémon gemacht. Dann Gengar. Ich glaube, ich bleibe erstmal drin. Machen wir es mal weiter, Surfer. Sie hat nur das beste Pokémon als Mega. Oh, Mega Gengar ist eigentlich schon ganz stylisch. Gerade so in Shiny. Was ist Torment eigentlich? War das jetzt Folterknecht oder? Ah ja. Okay. Dann wechsle ich einfach mal so ein bisschen durch. Shadow Ball. Das ist in Ordnung, denke ich. Das tut aber ganz schön weh. Also sie heilt auch nicht. Aber Gengar hat immer was gemacht. Fortschritt. Ich glaube, sie hat aber ein sehr ähnliches Team wie beim letzten Mal. Die Sache ist, es wirkt halt auch schon wieder so random. Es wirkt halt nicht so wie Story-Finalkampf. Deswegen habe ich das Gefühl, die kommt wahrscheinlich nochmal irgendwann. Wahrscheinlich in der After-Story auf Level 100. Ich hoffe nicht. So, wartest du jetzt noch eins? Okay. Hat es erst beim letzten Mal auch schon? Wenn ja, habe ich das verdrängt. Hätte auch eine Fanny reinschicken können, egal. Ne, ich glaube auch nicht, dass die aufgibt. Vor allem glaube ich auch, dass wir nochmal gegen die Elder Knights kämpfen dürfen. Vielleicht sogar so ein bisschen als... Ach, guckt mal, was die hat! Vielleicht so als Boss Rush. Die hat den Move, den wir auch haben wollten. Aber hat Herschel nicht gesagt, er war quasi... Also wurde von den New Elders gefragt und der hat Nein gesagt? Dummer Fokus-Sash. Bedeutet, sie hat es irgendwo anders hergehabt, nicht von Herschel. Und das ist ein bisschen bedrohlich, dass die das haben und wir nicht.
aber muss ich rechargen. Sieht halt nur irgendwie ziemlich pisserlich aus, wie so ein Hyperbeam einfach irgendwie. Sie hat die TM gefunden! Ja! Auf die Erklärung bin ich mal gespannt, wo sie den Move her hat. Das heißt aber leider auch, dass den New Elders alle Türen offen stehen.